Hallihallo, ihr lieben Fräulein Jens, zu einem neuen Video von mir. Ihr seht es, die Küche, sie ist endlich komplett fertig. Wir haben gestern den letzten Feinschliff gemacht und jetzt kann ich es euch endlich zeigen. Es wurde sich gewünscht, dass ich euch nicht mal schnell die Küche zeige, wie sie ausschaut, sondern ja, wie sie auch innen drin ausschaut. Das zeige ich euch natürlich heute gerne in diesem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich stelle euch mal so ein bisschen rüber. Ich dachte, ich mache das jetzt heute mal so. Denn wenn ich die Kamera jetzt umdrehe, besteht immer die Gefahr, dass ich genau darauf komme, wo es den Ton aufnimmt. Und dann haben wir immer einen ganz dumpfen Ton. Ist mir leider schon oft passiert. Deshalb lieber so und ihr versteht auch alles. Wobei im Hintergrund jetzt auch gerade die Spülmaschine läuft. Ja, verzeiht es mir bitte. Genau. Was ich cool finde, das war ja aber vorher schon drin, so wie so eine kleine Küchentheke. Das ist hier irgendwie so die Abtrennung. Ihr habt es ja schon in unserer Roomtour gesehen. Wir haben ja hier Wohn-, Esszimmer, Küche, alles in einem. Genauso wie ich es mir immer gewünscht habe. Das ist so cool. Genau. Zum Essen diese Küchentheke. Ich liebe die. Ich liebe sie wirklich. Manchmal stehe ich an dieser Küchentheke einfach nur so hier mit meinem Tässchen Kaffee und begutachte einfach meine wunderschöne Weihnachtsdeko, die ihr auch ganz bald natürlich zu sehen bekommt. So, dann muss ich euch, glaube ich, doch nochmal ein klein wenig anders hinstellen. Oder nee, wir machen es anders. Wir machen es ganz anders. Ich zeige euch erstmal natürlich die Küche von außen, bevor wir an die Küchenschränke gehen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, aber da muss ich euch doch mal ganz kurz umdrehen und hoffe, dass es vom Ton her passt. Also einen Moment. Tada! So schaut es im Ganzen aus. Wartet mal, also wenn man vom Wohnzimmer reinkommt, hier kommt man ja rein und dann hat man diesen Anblick. Ich liebe es einfach. Ich liebe es. So, genau. Na, da seht ihr nochmal diese Abtrennung richtig. Da ist unser Mäxchen, gell? Oh, total verpennt. Es ist nämlich noch nicht mal 8 Uhr. Ich habe die Kinder gerade in die Schule gebracht und dachte, ich drehe direkt dieses Video für euch. So, genau. So schaut die Küche aus. Oh mein Gott. Mein Gott, ich weiß ja nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, wie es vorher aussah. Das ist einfach Weltenunterschied hier. So krass. Ja, also wie gesagt, so von außen. Da haben wir ja zusätzlichen Stauraum und Arbeitsfläche geschafft. Das hatten wir ja vorher in unserem alten Zuhause nicht. Wir haben diesen Schrank und diesen Schrank bei Ikea nachgekauft. Man sieht vielleicht ein bisschen jetzt auf der Kamera den Farbunterschied, weil das neue Fronten sind. Ich hoffe, die dunkeln ganz schnell nach, weil eigentlich ist es genau der Farbton von unserer Küche. Eigentlich. Genau, aber ach so, Moment. Muss ich jetzt noch dazu sagen, mich fragen nämlich immer ganz viele, macht ihr da jetzt noch was? Nein, wir lassen es jetzt, wie es ist. Mein Mann hat ehrlich gesagt auch keine Lust mehr. Wir haben gesagt, wir ertragen es jetzt und in einem Jahr ist es wahrscheinlich auch schon gut nachgetunkelt und dann fällt es nimmer auf. Ich selbst sehe es natürlich jetzt regelmäßig. Es fällt mir halt einfach auf, wenn man es weiß, ne? Ist ganz klar. So, ich drehe euch wieder um. Zack. Genau, also wie gesagt, das hier haben wir uns zusätzlich an Stauraum und Arbeitsfläche geschafft. Und hier drehe ich nämlich gerade ganz, ganz viele weihnachtliche Rezeptvideos. Jawohl, ja. So schaut es dann weiter aus. Ganz wichtig, die Kaffeetasse. gefliest wurde ja jetzt auch. Das hat unser Freund gemacht. Der ist nämlich Fliesenleger. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Die Leisten hat der Christian dann im Nachhinein noch angebracht. Und es wirkt so ein bisschen wie Betonoptik, ne, diese Fliesen. Ah, Fokus, bleib da. Was ist mit dem Fokus los? Hilfe, bleib da. Hallo? Der hat keine Lust. Es ist einfach noch zu früh zum Filmen. So, machen wir mal hier weiter. Genau, also da, ne, Spüle, Eckschränke, das hier, ne, wie gesagt, ist auch ein neuer Schrank. Ja. Da hinten geht es noch weiter. Das sieht man meistens einfach nicht, dass es hier noch weitergeht, weil halt hier der Kühlschrank davor ist. Wenn man hier steht, sieht man eigentlich nicht, dass da noch viel dahinter kommt. Aber doch, da ist noch tatsächlich was. So, und jetzt gehen wir einmal an die Schränke.
So, ich habe euch jetzt mal so hingestellt. Ich glaube, so könnt ihr es ganz gut erkennen. Hier ist Schublade Nummer 1. Das ist ein 80er Schrank. Finde ich super praktisch, denn man hat halt einfach ultra viel Platz. Und hier befinden sich all unsere Teller. Ich glaube, so ganz 100% seht ihr es noch gar nicht, gell? Auch ein bisschen runterdrehen. Ja, so. Genau, also hier sind unsere Teller. Und hier haben wir noch so eine versteckte Schublade. Vorher war das übrigens der Schrank, wo unser Serranfeld drauf war. Und hier habe ich jetzt echt wenig momentan Backpapier, ein bisschen Frischhaltefolie, große kleine Müllsäcke, fertig. Mehr ist hier tatsächlich nicht drin. Dadurch, dass wir halt auch mehr Stauraum geschafft haben, ist nicht alles voll. So, dann geht es hier weiter. Und hier ist auch alles möglich. Also hier habe ich die Sachen für die Küchenmaschine, Nicer Dicer, Auflaufform und so weiter drinnen. So, und hier ist dann der nächste Schrank. Und da ist, haha, seht ihr gar nicht. Da muss ich euch doch wieder herholen einmal. Moment. ja, hier habe ich irgendwie alles Mögliche drin. Keine Ahnung. Tabletts, Pizza, also für den Grill, ne, so Pizzastein, Pizzateller, Hundenapf, Organizer für den Kühlschrank, das müsste ich mir auch mal wieder angewöhnen, Toaster und dann noch so ein, wie heißt denn, so ein Käsebrett. Genau, das befindet sich hier. Jawohl, dann machen wir da weiter. Einen Moment, das zeige ich euch wieder so, die Schubladen kann ich euch ja wieder hinstellen. Hier haben wir die Mikrowelle versteckt, weil unsere Mikrowelle ist jetzt nicht sonderlich schön, aber sie tut noch ihren Zweck, deshalb wollen wir uns jetzt auch nicht eine neue, modernere kaufen. Ja, da sind so Strohhalme drinnen, da oben habe ich meine wenigen Koch- und Backbücher, da habe ich jetzt gar nicht mehr so viel. Ganz wichtig, hier sind die Zettel von den Lieferanten, weil wir viel bestellt hatten, als wir die Küche umgebaut hatten. Hatte ja kein Herd mehr. Ja, dann ist hier noch der Crepemaker Sandwich Toaster. Dann hier unten ist einmal der Backofen und jetzt mache ich erstmal da wieder die Tür zu. Und jetzt stelle ich euch wieder ins Stativ, dass es auch vom Ton her passt. So, Schublade Nummer 1. Hier befinden sich meine Putztücher, Schwämme, Topfkratzer, Wischmops, Geschirrhandtücher, ganz wichtig, meine Sima-Tücher, meine allerliebsten. Das befindet sich in dieser Schublade und hier habe ich dann Schneidebretter, Topfuntersetzer und die Eierbecher drinnen. Und hier unten, das ist die Lieblingsschublade von meinem Kind, hier befindet sich alles, was wir für die Lunchboxen brauchen. Lunchboxen, Ausstecher, Piekser, Wellenschneider und die ganzen Trinkflaschen. Ihr seht, wir haben eine kleine Sammlung mittlerweile schon angesammelt. Dann geht es hier weiter. Ja, hier ist schon was Weihnachtliches. Die anderen Weihnachtsstiefel, die habe ich dem Nikolaus geschickt, dass er die befüllt. So, dann haben wir dann hier, also das hier ist alles unser Vorratsschrank und hier befinden sich Müsli, Cerealien, Brot, Brötchen und so weiter. Und jetzt muss ich euch ein bisschen runterdrehen hier. In diesem Schrank befinden sich noch mehr Vorräte, Kartoffeln, Nudeln, Reis, was man halt so braucht in der Küche. Da muss ich euch jetzt wieder anders stellen, dass ich euch diesen Bereich zeigen kann, denn da befinden sich unsere Vorräte drin. Allzu viel Vorräte haben wir nicht, aber ein paar. So, hier unten, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, natürlich nicht, ne? Nur so ein bisschen. Hier unten habe ich alles, was ich so zum Backen brauche. Mehl, Zucker, Kakao, Puderzucker, Streusel. Da habe ich mir zwei solcher Ordnungsboxen voll gemacht mit, wie gesagt, allem möglichen zum Backen. Kuvertüre, Vanillezucker, Backpulver, noch mehr Streusel und so weiter und so fort. Hier in der Schublade, da habe ich dann einmal eine Kiste mit meinen Chunky Flavoren. Wir haben Kaffee, ganz viel Tee, Kaffeefilter, Süßstoff, Zucker und so weiter und so fort. Also alles für die Teeparty hier. Hier im oberen Fach befinden sich dann alle Vorräte, die wir da haben. Keine Ahnung, ganz, ganz viel Dosen wie Kichererbsen, stückige Tomaten, Rotkraut, Sauerkraut. Was haben wir noch? Mayonnaise, Bohnen, Sauerkirschen, Paniermehl. Ja, so Dinge halt. Hier habe ich dann noch mehr Zucker und Mehl. Dann habe ich hier so eine Kiste mit Soßen, Salatkräuter. Hier sind noch Kaffeebohnen, die wollte ich noch verschenken, weil ich habe ja keinen Vollautomaten mehr.
Und hier habe ich dann auch noch so Suppen und Kram in dieser Box. Und da oben, da muss ich euch, glaube ich, auch wieder ein bisschen hochstellen. Zack. Hier oben ist Puderzucker, Milch. Und dann habe ich noch so ein paar leere Vorratsbehälter. Genau. Das war dieser Teil. Dann machen wir mal weiter. Hier unten an der Schublade. Da. Und da hole ich euch auch wieder her. Einen Moment. Immer bis die Kamera richtig steht, gell? Ja, so sieht es doch gut aus. Also, erste Schublade hier. Das ist auch wieder ein 80er-Schrank. Ach so, für alle, die es interessiert, habe ich ganz vergessen zu sagen, das hier ist eine IKEA-Küche von der Method-Kollektion. Yes, leider eine der teureren Kollektionen von IKEA, wusste ich nicht, bis wir letztens die Fronten nachbestellt haben. Da bin ich ja fast umgefallen. Weil damals die ganze Küche selbst hatte ohne Arbeitsplatte und ohne Leisten und ohne Fliesen, hat man 3,8 bezahlt. Mit Elektrogeräte, außer Kühlschrank, den hatten wir schon, finde ich jetzt nicht so teuer. Aber wenn man das Zeug da mal einzeln nachkaufen will, da merkt man erstmal den Preis, gell? So, hier befindet sich unser komplettes Besteck, was wir so besitzen. Also gut, ich habe noch drüben immer im Glasschrank noch mehr, aber das, was wir so im Alltag halt brauchen. Und dann habe ich hier Salatbesteck, Soßenlöffel, Tortenschippen, einen Eierschneider, alles, was man halt auch so braucht in der Küche. Ups, Moment. Das ist das Teil für die Crepe zu machen. Das hat sich selbstständig gemacht. Hier geht's weiter. Hier haben wir dann alle Gläser und Tassen, die wir halt so besitzen. Und unterste Schublade, das ist unterste Schublade, haben wir dann Tupperboxen, Salatboxen und so weiter. Salatschüsseln, so rum, keine Boxen, Salatschüsseln. Ja, genau. Also da ist auch noch genug Platz in den Schränken. So, weiter geht es. Hier dann, wie gesagt, einmal die Spüle und hier haben wir den Schrank von der Spüle. Da muss ich euch allerdings wieder umdrehen, weil deren auf die andere Seite hin aufgehen, da könnt ihr nichts erkennen. Einen Moment bitte. Auch hier drehe ich euch wieder um. Ach so, guck mal, ich habe es euch ja gar nicht gezeigt, gell? Hier war ja vorher auch keine Fensterbank drauf. Da hat unser Freund dann auch einmal drüber gefliest. Hey, es sieht einfach so, so viel besser aus, oder? Jetzt mal wirklich ernsthaft. Und eine kleine Gardine, die durfte mittlerweile auch dran. Viele fragen mich, Jasmin, wie putzt du das Fenster? Das mache ich von außen. Ich kann von außen locker hier stehen. Das ist nämlich noch ein Teil von unserem Hof und putze das Fenster einfach von außen. Ja, genau, so machen wir das hier. Ich meine, wie oft putzt man so ein Fenster von außen? Das macht man ja auch nur maximal 3-4 Mal im Jahr, ne? So, also den Schrank wollte ich euch zeigen. Tada! Da ist einfach nur der Mülleimer drunter. Und einen Besen mit Schippe. Mehr nicht. Und wenn ich euch jetzt schon mal hier habe, zeige ich euch hier auch nochmal, was sich hier befindet. Und zwar haben wir hier Töpfe und Pfannen in dem Eckschrank drinnen. Hier ist halt nichts Spektakuläres. Ach, da müssen wir noch zumachen. Haha, seht ihr, es gibt auch noch was zu tun. Genau, ja, Dunstabzugshaube. Herd befindet sich ja hier. Das ist auch ein neuer Schrank. Da habe ich alles, was ich so zum Putzen im täglichen Gebrauch habe. Unten habe ich jetzt, nee, im Glasschrank in meinem Büro habe ich dann so alles, was auf Vorrat ist. Genauer hier so das Nötigste drinnen. Und jetzt stelle ich euch, glaube ich, mal wieder im Stativ. So, hier geht's weiter. Hier haben wir dann einmal die Spülmaschine. Und hier sind unsere Gewürze drin. Genau, so ein kleiner Gewürzschrank. Der ist schon richtig praktisch, natürlich neben dem Herd. Und jetzt muss ich euch nochmal hochstellen. Wir gehen an den letzten Schrank. Da haben wir dann einmal diesen Hochschrank. Moment, nehme ich mal so, ist glaube ich besser. Da muss ich noch so ein bisschen dekorieren. Da steht jetzt wirklich nur das Nötigste. Zahnstocher, Salzstreuer, Topflappen, die Küchenwaage und so weiter. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren. Wobei, es sieht ja kein Mensch durch den Kühlschrank, gell? Und hier in diesem Glasschrank haben wir jetzt noch ein bisschen Kaffeegeschirr. Hier habe ich dann zum Beispiel unsere Dessertschälchen stehen.
bisschen, ja, ein paar Glasschüsseln und dann ganz, ganz viel von meinem Set. Danach werde ich ganz oft gefragt, weil ich so viel Verschiedenes habe in der Farbe Weiß. Das habe ich alles über die Jahre bei Action und bei Kick mir mitgenommen. Da habe ich jetzt mittlerweile echt viel davon. Also viele Schüssel in verschiedenen Größen und Servierplatten und so weiter. Und zum Schluss in diesem Schrank sind noch diese Schälchen, die kennt ihr vielleicht noch von Ostern, diese kleinen Mini-Schälchen. Da hatte ich so schöne kleine Osternester gemacht für unseren Besuch. Jeder hatte sich den Inhalt mitgenommen. Die Schälchen haben sie mal stehen lassen, weil sie dachten, die sollen sie da lassen. Ja, jetzt habe ich ganz viel von diesen Schälchen, sind aber auch echt praktisch als Salatschüsseln oder so. Ja, ich glaube, wenn ich mich so umgucke, das war's schon. Ja. Das war es tatsächlich schon. Ah, ich muss immer hingucken. Also wenn ich hier stehe, ich muss mir das immer angucken, weil das ist so, ich freue mich einfach so, dass die Küche jetzt endlich steht. Das können nur die nachvollziehen, die natürlich auch die alte Küche gesehen haben, die hier drinnen war. Kurz zur Erklärung, wir sind hier vor 2,5 Monaten eingezogen. Hier war eine Einbauküche drinnen mit einer schönen grünen Wand. Und genau, wir haben jetzt unsere Küche, die hatten wir natürlich beim Umzug mitgenommen. Die stand jetzt die ganze Zeit unten in unserem Fitnessraum und die haben wir jetzt so nach und nach nach oben gebracht und eingebaut. Und jetzt ist Jasmin auf jeden Fall glücklich, weil im Haus ist alles fertig. Die Küche war einfach noch das Letzte, was getan werden muss. Und somit bin ich sehr, sehr zufrieden. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch zufrieden mit diesem Video. Ihr wisst, ihr dürft es mir gerne mit einem Däumchen nach oben zeigen. Ich freue mich auch immer über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Aber bitte, bitte, bitte keine Kommentare. Ich hätte das so gemacht und ich hätte das so gemacht. Uns gefällt es, es ist unsere Küche. Wir sind glücklich damit und das ist die Hauptsache und es ist egal, wer irgendwas anderes gemacht hätte, weil letztendlich müssen nur wir hier in dieser Küche leben und kochen und so weiter. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Ciao!